Ich begrüße euch in einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben jetzt ungefähr 6 Uhr. Nein, 6:20 Uhr. Hier bitte ich euch einblenden. 6:20 Uhr. Ja. Ich laufe zur Arbeit. Also nicht laufe, sondern ich musste erstmal zum Zug. Ja, und danach mein Arbeitskollege wird mich abholen. Also, let's go. Ich blende euch was dazu ein. Also, bitte zu Ende schauen. Okay, hier ist meine Tasche. Alles schon gepackt. Ja, ich will mir noch Schuhe anziehen. Und da ist schon alles. Jo. Das ist schon alles. Ja. Okay, ich laufe jetzt. Hab mir Banane auf den Weg genommen, damit halt irgendwas in meinen Bauch reinkommt. Weil ich habe immer morgens keinen Hunger, aber nach 2-3 Stunden, ja, muss ich irgendwas essen. Also sieht das aus. Ich muss heute bis 17 Uhr arbeiten. Und ja, also bitte zu Ende schauen. Es wird noch viel kommen. Es ist windig heute. Meine Freunde, ich wollte mich erstmal bei euch entschuldigen, dass ich nicht so oft viel für euch aufgenommen habe. Aber ich hatte Schule bis 19 Uhr. Und das ist einfach so Schule. Ich hatte keine Schule. Ich hatte Arbeit bis 17 Uhr. Ich hatte auch nicht so viel Zeit für euch irgendwas aufzunehmen. Weil auf der Arbeit kann ich auch nicht viel aufnehmen. Das ist das Problem. Und ja. Also sieht das aus. Ich laufe jetzt nach Hause und melde mich gleich bei euch, wenn ich zu Hause angekommen bin. Ja? Okay, meine Freunde. Ich will euch halt heute erzählen, wie mein Tag so aussah und alles. Ich habe heute nicht so viel für euch aufgenommen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich muss so lange arbeiten jeden Tag. Und ich schaffe das einfach nicht. Ich schaffe das zeitlich nicht. Ich will das gerne für euch machen, alles. Aber ich schaffe es einfach nicht, alles zeitlich zu machen. Also, ich unterhalte halt mich jetzt ein bisschen mit euch. Ja, dann bin ich so. Ich bin heute um 6 bin ich aufgestanden, habe ich was gegessen, mich fertig gemacht und dann bin ich losgelaufen zum Bahnhof. Bin ich am Bahnhof halt angekommen, hatte ich Zug um 6.40 Uhr hatte ich nochmal Zug. 6.40 Uhr hatte ich Zug. Zug hatte Verspätung, 10 Minuten, 6.50 Uhr bin ich losgefahren mit dem Zug und dann bin ich zur anderen Stadt gefahren. Da hat mich der Arbeitskollege abgeholt, da sind wir zusammen zur Arbeit gefahren. Jo, so sah das aus und Arbeit war heute ein bisschen anstrengend, finde ich. Ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt, so chillig und alles. Es ist ab und zu auch anstrengend. Also Leute, ich kann euch nur empfehlen von mir. Ich habe auch sehr jüngere Zuschauer, das weiß ich auch. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, Schule weiterzumachen, dann empfehle ich euch, die Schule einfach weiterzumachen. Nicht einfach aufhören und irgendwie Ausbildung zu machen, sondern mach mal weiter Schule, mach euch ein Abi oder Fachabi. Und dann bildet ihr euch einfach weiter. Ich habe einen, meiner Meinung nach, sehr großen Fehler begangen. Ich konnte Fachabi machen. Und ich habe mir Fachabi halt. Und danach konnte ich auch Abi machen. Ich hatte so ein, nach der Fachabi halt Abi. Ja, habe ich so ein extra Titel von meinem Lehrer bekommen. Aber das habe ich, dann bin ich nicht weitergegangen, habe ich mit Ausbildung angefangen. Dachte ich mir, ach, mach nicht. Ja, und jetzt frage ich mich so, ja,
bist halt da, wo du bist. Aber du konntest dich weiterbilden und sowas. Aber habe ich halt nicht gemacht. Dann habe ich sehr, 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 sehr großen Fehler begangen. Aber aus Fehler lernt man. Und eines Tages weiß ich, dass ich auf jeden Fall Fußball spielen will. Und dass ich sehr groß werde. Aber ich brauche nur, sagen wir mal so, so einen kleinen Schubs nach vorne. Aber ja, ich muss halt alleine dann das schaffen, aber egal. Okay, dann bin ich jetzt halt zu Hause, habe ich was gegessen und ich war heute noch bei Mc's. Habe ich mir ein, zwei Hamburger geholt. Ja, ich habe mir noch was zu essen geholt. Ich war richtig hungrig irgendwie. Ja, so sieht das aus. Und so sah auch mein Tag aus, ne? Was soll ich euch noch so sagen? Hier ist Schalke 04. Ja, so sah mein Tag aus heute. Hier habe ich so ein Heft, wo ich meine Tagesberichte schreiben muss. Also jeden Tag, was ich so gemacht habe. Ich kann euch das zeigen, wie das aussieht. Das sieht so aus. Jo, da muss ich immer irgendwas reinschreiben, was ich so am Tag gemacht habe. So sieht das halt aus. Ja. Ja, ich möchte euch gerne. Was will ich möchte? Ich will mich bei euch gerne bedanken für die knapp 900 Abonnenten. Wir haben es knapp geschafft, aber wir kämpfen jetzt einfach weiter und wir sehen uns in ein paar Tagen. Ciao.